Dobar dan, moji dragi učenici. Dobrodošli na čas njemačkog jezika. Danas imamo njemački jezik za četvrti razred. Ja sam danas vaša nastavnica njemačkog, a zovem se Dženana. Guten Tag, meine lieben Schüler. Willkommen zu unserer ersten Deutschstunde. Heute habt ihr Deutsch für die vierte Klasse. Ich bin heute eure Deutschlehrerin und mein Name ist Dženana. Fangen wir an. Wie ihr schon hier sehen könnt, werden wir heute ein Lied lernen. Kao što vidite, u naslovu danas ćemo da naučimo jednu pjesmicu. A ona se zove Die Kinder essen Schokolade. Aber zuerst werden wir ein paar Nahrungsmittel wiederholen. Ponovit ćemo prvo nekoliko namirnica. Ihr werdet zuhören und nachsprechen. Znači, slušat ćete i ponoviti. Fangen wir an. Das Brot, das Müsli, die Schokolade, das Fleisch, das Ei, der Fisch, der Käse, die Wurst. Das Obst, das Gemüse, das Wasser, die Milch. Das war schon ganz toll. Und jetzt werdet ihr lesen und nachsprechen. Znači, sada ćete još jednom čitati i ponoviti. Das Brot, das Müsli, die Schokolade, das Fleisch, das Ei, der Fisch, der Käse, die Wurst, das Obst, das Gemüse, das Wasser, die Milch. Gut gemacht. Und jetzt kommen wir zum Lied. Wir werden das Lied jetzt zuerst einmal gemeinsam lesen. Najprije ćemo zajedno da pročitamo pjesmicu. Die Kinder essen Schokolade. Was gibt's zum Frühstück? Es gibt Brot. Was gibt's zum Frühstück? Es gibt Müsli. Was gibt's zum Frühstück? Es gibt Ei. Doch die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen, die Kinder essen, die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen, die Kinder essen, die Kinder essen immer Schokolade. Was gibt's zum Mittagessen? Es gibt Fleisch. Was gibt's zum Mittagessen? Es gibt Gemüse. Was gibt's zum Mittagessen? Es gibt Fisch. Doch die Kinder essen Schokolade. Was gibt's zum Abendessen? Es gibt Brot. Was gibt's zum Abendessen? Es gibt Käse. Was gibt's zum Abendessen? Es gibt Wurst. Doch die Kinder essen Schokolade. Und jetzt hört ihr einmal das Lied und versucht mitzusingen. Sada ćete čuti pjesmicu i pokušajte i vi da pjevate. Was gibt's zum Frühstück? Es gibt Brot. Was gibt's zum Frühstück? Es gibt Müsli. Was gibt's zum Frühstück? Es gibt Ei. Doch die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen, die Kinder essen, die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen, die Kinder essen, die Kinder essen.
essen immer Schokolade. Was gibt's zum Mittagessen? Es gibt Fleisch. Was gibt's zum Mittagessen? Es gibt Gemüse. Was gibt's zum Mittagessen? Es gibt Fisch. Doch die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen immer Schokolade. Was gibt zum Abendessen? Es gibt Brot. Was gibt zum Abendessen? Es gibt Käse. Was gibt zum Abendessen? Es gibt Wurst. Doch die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen immer Schokolade. Und? Hat euch das Lied gefallen? Wollen wir es noch einmal singen? Lass es uns noch einmal singen. Hajmo još jednom da otpjevam. Was gibt zum Frühstück? Es gibt Brot. Was gibt zum Frühstück? Es gibt Müsli. Was gibt zum Frühstück? Es gibt Ei. Doch die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen immer Schokolade. Was gibt zum Mittagessen? Es gibt Fleisch. Was gibt zum Mittagessen? Es gibt Gemüse. Was gibt zum Mittagessen? Es gibt Fisch. Doch die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen immer Schokolade. Was gibt zum Abendessen? Es gibt Brot. Was gibt zum Abendessen? Es gibt Käse. Was gibt zum Abendessen? Es gibt Wurst. Doch die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen Schokolade. Die Kinder essen immer Schokolade. So, meine lieben Schüler, ich hoffe, ihr habt eure Hefte vorbereitet, denn diese Aufgabe werden wir jetzt in die Hefte schreiben. Dragi moji učenici, nadam se da ste pripremili svoje sveske, jer ovaj sljedeći zadatak ćete raditi u sveskama. In diesen Wörtern fehlen Buchstaben. Ihr sollt jetzt die Buchstaben ergänzen. Znači, trebate da dopunite slova u ovim riječima.
Seid ihr fertig, meine lieben Schüler? War die Aufgabe schwer? Jeste li završili, dragi učenici? Nije li bio težak zadatak? Hajde da vidimo kako ste uradili, da li ste uradili tačno. Welcher Buchstabe fehlt hier? Das Brot. Koje nam slovo ovdje fali? Genau, das R. Und hier? Welcher Buchstabe fehlt hier? Das I. Der Fisch. Hier fehlt das H. Genau. Das Fleisch. Hier fehlt das I. Genau. Der Käse. Welcher Buchstabe fehlt hier? Wisst ihr es? A. Umlaut. Das Gemüse. Hier müssen wir das M ergänzen. Das Obst. Das S, genau. Die Milch. Hier fehlt welcher Buchstabe? L. Und noch zum Schluss. Za kraj. Das Wasser. Das ist einfach. Ovo je jednostavno, vjerujem. A. So, wir sind nun schon am Ende unserer ersten Stunde. Und als Hausaufgabe könnt ihr zu diesen Wörtern, die ihr in euer Heft geschrieben habt, die passenden Bilder malen. Sad smo evo na kraju našeg prvog časa njemačkog jezika i za domaću zadaću možete uz ove riječi koje ste već prepisali u svoje sveske nacrtati odgovarajuće slike. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!